Hallo liebe Stiere, das ist eure Monatslegung für den Monat Februar. Liebe Grüße von den Malediven. Ich muss die Karten hier gleich mal beschweren, sonst fliegen die nämlich weg. Also diesen Monat gibt es eine kleine Legung, eine Neunerlegung. Und so eine Legung, die kann auf euch zutreffen, muss sie aber nicht. Pickt euch daraus, was euch gut tut, und was euch nicht gut tut, vergesst ihr einfach wieder. Ich hoffe, ihr hört mich. Das ist ja alles ein bisschen schwer. Ich habe jetzt mein Mikrofon nicht dabei und es ist sehr windig. Ja, also die Neunerlegung, die besteht aus der ersten Reihe. Diesen Monat, was denkt ihr, was fühlt ihr, ist die zweite Reihe. Und was bringt ihr tatsächlich in die Umsetzung, also was macht ihr diesen Monat? Dann fangen wir gleich mal an. Liebe Stiere, was beschäftigt euch in eurem Kopf? Was denkt ihr diesen Monat so? Also... Okay, eure Gedanken drehen sich diesen Monat um eine plötzliche Veränderung, die mit einer Freundschaft zu tun hat bei euch, und um die Liebe. Um die Liebe, es kann für jeden was anderes sein. Also das kann tatsächlich euer Partner sein, das kann aber auch im Februar vielleicht die Liebe zu eurer Schwester sein, wenn ihr zum Beispiel gerade Single seid. Also ja, es muss hier nicht immer der Partner ausschließlich gemeint sein. Oder es hat hier damit zu tun, also die Sense geht hier direkt zum Hund, und der Hund ist so eine Freundschaftskarte, steht aber auch für Treue und Loyalität. Also entweder werdet ihr hier in dem Thema Treue und Loyalität enttäuscht und hier kommt so ein kleiner Treuebruch, oder das hat mit eurem Freund zu tun und ihr werdet hier von einem Freund oder einer Freundin enttäuscht. Darüber macht ihr euch sehr, sehr viele Gedanken, und ihr macht euch Gedanken entweder um euer Herz, um eure Liebe, oder wie dieses Verhältnis hier weitergehen soll, schätze ich mal. Also ich glaube, ihr guckt einfach, was sollt ihr denn jetzt fühlen, oder was fühle ich denn jetzt, oder wie mache ich jetzt weiter. Da kreisen sich so eure Gedanken drum hauptsächlich. Dann gucken wir mal, vielleicht erfahren wir ja noch mehr, was ihr so fühlt. Also das denkt ihr, da denkt ihr drüber nach. So, dann, was fühlt ihr, liebe Stiere? Aha. Ihr fühlt hier eine große Anziehung zu eurem Partner und eine große Sicherheit, die euch hier vermittelt wird. Also hier sexuelle Anziehung, aber auch, dass ihr euch wohlfühlt. Euer Partner oder der Mensch, auf den ihr euer Augenmerk gerichtet habt, könnte auch sehr familienbezogen sein. Das könnte auch sein. Und wenn ihr davon noch gar nichts wisst und vielleicht noch gerade Single seid, dann könnt ihr jetzt im Februar hier mit Sicherheit jemand auf euch zukommen. Also... Das könnte sein, dass das ohne großes Zutun von euch diesen Monat passiert. Und das ist so eure Gefühlswelt. Darum dreht sich eure Gefühlswelt. Deswegen erklärt mir das jetzt hier oben auch, weil das war für mich so ein bisschen hier, das mit dem Hund und der Sense, das ist, glaube ich, so ein eigenes Thema. Treue und Loyalität, ich weiß nicht, vielleicht tritt hier in der einen oder anderen Ehe auch jemand Neues irgendwie auf. Erscheint hier jemand Neues auf der Bildfläche, könnte sein. Und ihr macht euch selber hier ums Thema Treue und Loyalität bei euch selber hier Gedanken. Und ja, kann ich das überhaupt? Weil ihr plötzlich ganz neu verliebt seid, das könnte auch sein. Oder es hat hier, das hier ist das Freundschaftsthema, und darüber macht ihr euch Gedanken und zusätzlich hier um eure Liebe. Weil das spricht hier ganz eindeutig für irgendwelche Partnerschaften, die hier neu entstehen, oder Gefühle, die hier nochmal neu aufflammen. Genau, das muss hier kein Herr sein. Also hier können die Geschlechterrollen vertauscht sein. Ob Stiermann oder Stierfrau. Hier kommt ja euer Partner einfach auf euch zu, ohne dass ihr groß etwas dafür tun müsst. Ist ja ganz schön. Und ihr, das hier fühlt ihr ja, und darüber macht ihr euch aber auch sehr, sehr viele Gedanken um eure Liebe. So. Dann schauen wir noch, was tut ihr selbst, liebe Stiere? Was macht ihr? Was bringt ihr in die Umsetzung? Mhm.
Okay, interessant. Also ihr genießt hier das Glück oder ihr seid hier kurz glücklich diesen Monat und dann, ja, das spricht für mich ganz eindeutig dafür, dass ihr hier vielleicht anfangt, zweigleisig zu fahren und hier, also hier sollte etwas vielleicht beendet werden, aber da lügt ihr euch vielleicht selber noch an. Also hier werden Lügen noch eine Weile anhalten bei euch. Das sagt euch jetzt, glaube ich, mehr als mir. Gut, liebe Stiere. Also hier werdet ihr einfach, wenn ihr da vielleicht schon seid, in so einem Rat, könnte sein, dann bleibt es wahrscheinlich im Februar erstmal so. Leider. Leider sehe ich immer nicht so gerne Lügen. Ich bin so ein fairer Mensch. Okay, dann habe ich meine, wie versprochen, meine Krafttierkarten dabei. Ja. Und ziehe euch mal eine für diesen Monat. Schauen wir mal, was da bei euch rauskommt, was euch da helfen würde. Was euch da vielleicht auch gut tut. Ui, haben wir schon eine. Okay. Es ist geworden. Liebe Stiere. Das Pferd. Nummer 46, das lese ich euch jetzt mal vor. Wenn dir das Pferd als Krafttier erscheint, sagt es dir, dass du vom Geist der Freiheit und der Lust an Bewegung beseelt bist. Es ist eine Zeit des Reisens und des Abenteuers. Ob du dabei eine äußere Reise an einen bestimmten Ort unternimmst oder dich auf das Abenteuer deiner inneren Entscheidungsfreiheit begibst. Der Geist des Pferdes erinnert dich daran, dass du unabhängig von den äußeren Umständen über einen freien Willen verfügst, der dich weit fort an einen besseren Ort, in eine bessere Lebenssituation oder in einen besseren Seinszustand zu tragen vermag. Nur du allein bist dazu in der Lage, deinen Willen einzuspannen, um für dich eine andere Richtung zu wählen. Du kannst kraftvolle Entscheidungen treffen, die sich noch lange Zeit positiv auf dich auswirken werden. Das Pferd ist bekanntlich ein soziales Wesen und ein Freund des Menschen, der uns willig überall hinträgt. Der Geist des Pferdes ruft dir in Erinnerung, dass dir Hilfe zugänglich ist, wann immer du sie brauchst, und dass dir Gefährten zur Seite stehen, wohin immer du dich wendest und in welche Richtung deine Reise dich auch führt. Das Leben ist ein Abenteuer und du sollst wissen, dass du, wie immer du dich auch entscheidest, den großen Allgeist unsichtbar in dir hast, der dir den Rücken stärkt und immer an deiner Seite ist. Wenn es bei deiner Frage um Beziehungsdinge geht, lautet die Botschaft, dein Herz frei zu machen, um Liebe in all ihrer Form zu erfahren. Der Allgeist flüstert dir zu, dass du das Geschenk der Freiheit genießen kannst, wenn du bereit bist, deinen Perfektionismus und deinen Starrsinn abzulegen. Mach dich auf den Weg und genieße die Freiheit, dein Kontrollverlangen hinter dir zu lassen. Okay, also ich schätze mal, folge deinem Herzen und du wirst doppelt und dreifach nochmal belohnt. Liebe Stiere, das war eure Legung für den Monat Februar. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Wenn ihr persönliche Fragen habt oder eine Legung möchtet, dann schreibt mich einfach auf Instagram an. Ansonsten wünsche ich euch einen ganz, ganz schönen Monat. Macht's es gut. Ciao.